eine Gegenleistung zu erbringen, bei euch vorbeizutrampen oder zu wandern und was für euch zu tun, oder wenn ihr irgendwelche Möglichkeiten für mich habt zu arbeiten. So, ja, mein Junge, ich habe mir jetzt ein bisschen was von dir mir angeguckt, will nicht sagen angetan. Ja. Wir wollen jetzt weitergucken. Hast du das schon wieder vergessen? Du wolltest dich jetzt da hinsetzen und du mit der Tastatur auf Space drücken, ja? So hatten wir das abgemacht. Okay, so hattest du dir das arrangiert. Gut, warte ganz kurz, ich mache mal den Satz zu Ende, dann machen wir hier ihren Spielfilm weiter. Du musst ein Gott werden, ein Schaffer. So, wenn du nicht schaffst, dann bist du wirklich einfach durch. So, dann hast du ein Selbstmitleid und diesen ganzen Scheiß, den du vorträgst. Selbstmitleid hat noch niemandem geholfen. So, du musst einfach die innere Kraft in dir finden, die innere Sonne in dir finden, um irgendwie dir eine Zukunft zu bauen. Und du kannst mehr als du denkst. Du beschneidest selber deinen Geist, beschneidest selber deine Möglichkeiten. So, deine Soundcollage zum Anfang finde ich zum Beispiel ziemlich gut. Mach einfach was. Sei ein Schaffer und nicht ein Jammerer. Jammern tut das ganze Internet, das geht mir mittlerweile auf den Sack. Als Masseur oder im Wald oder. Bin auch Masseur. Ich hab's gerne gemacht. Könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ich muss die 8000 Euro ja nicht auf einen Schlag bezahlen, also ich habe doch ein bisschen Zeit. Ja, und so habe ich jetzt halt den Beschluss gefasst. Nächster Tipp. Besorg dir einfach eine Privatinsolvenz. Meine Güte, jammerst du hier? Willst du wirklich die Kohle, die du hier erjammert hast, mit ja, erjammerte Kohle möchtest du den Staat auch noch in den Hals stecken? Also ehrlich. Dass ich auf jeden Fall auch was dafür tun will und deswegen gehe ich jetzt von Haus zu Haus. Sklave. Und in diesem Dorf habe ich angefangen. Sklave. Und frage die Leute einfach, ob ich was für sie tun kann und ob sie mir denn vielleicht ein bisschen Geld geben möchten. Ich biete dafür meine Fähigkeiten an, als Mensch mit heilenden Händen, als Masseur oder auch einfach nur als Helfer. Und ja, mich würde es halt freuen, wenn das Früchte trägt und ich ja. Ich habe mir auch vorgenommen, eben regelmäßig Vlogs zu machen und die hochzuladen und euch zu berichten, was ich so erlebt habe auf dem Weg. Und ja, ich denke, ich fange in meiner Heimat irgendwo an und gehe dann so langsam Schritt für Schritt in Richtung Freiheit. Ich hole mir ja mal einen Kaffee, sonst halte ich den hier aus. Vereinige dich im Kampf um den Frieden gegen die Gefahr eines neuen Krieges. Genau, da hilft kein Jammern. Jammern hat selten geholfen. Naja, gibt es noch Geschichten von, wo Jammern geholfen hat, aber das müssen wir jetzt nicht übertreiben. Jo, Space. Ja, sollte das alles schief gehen und ich doch in den Knast wandern müssen, habe ich beschlossen zu versuchen, dem Friedensmarsch beizutreten Richtung Aleppo vorher und dann erst, wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme, in den Knast zu gehen. Die Zeit, die ich sitzen würde, wäre circa 1,5 Jahre. Ja, ich bin der Meinung, dass ich der Menschheit mehr wert bin, wenn ich nicht da drin bin. Wenn du jammerst, bitte ich euch da. Wenn du jammerst, bist du ohne Schwer, dann kannst du auch ruhig im Knast weiter jammern. Warum mir zu helfen. Ihr könnt direkt auf mein Konto überweisen, das werde ich euch in die Videobeschreibung
mit reinschreiben. Oder vielleicht mache ich auch eine Kickstarter-Kampagne, die wird dann auch in der Videobeschreibung zu sehen sein. Ja. Auf jeden Fall haben diese Geldstrafen damit angefangen, dass ich mich angefangen habe, gegen dieses System zu wehren. Und vielleicht war ich dabei auch etwas zu aggressiv. Ich habe auch eigene Fehler gemacht, die mit Sicherheit dazu beigetragen haben. Davon möchte ich mich nicht freisprechen. Ich kämpfe seit 2 bis 3 Jahren aktiv für den Frieden und gegen diese Unterdrückung, gegen den Faschismus an. Ich möchte auch gar nicht so dagegen, sondern eher das. Mein Lieber, solange du ständig um Geld jammerst, machst du bei dem Faschismus mit, weil der einzigste Gott dieses faschistischen Systems ist das Geld und dem betest du genauso an. Ah? Okay? Stoppen und dann für etwas anderes wirken. Deswegen habe ich auch das Ziel gehabt, hier in der Gegend ein Permakulturprojekt mit voranzutreiben. Ist doch schon mal gut. Das kann ich super. Aber nicht so gut, wenn ich die ganze Zeit. Das ist schon wieder nicht so gut, sag der Schaffer ist ein Gärtner und besorgt dir die Samen möglichst so und nehme Samen von deinen eigenen Produkten, weil da auf die Genlinie kannst du stolz sein. Zucht. Ja. Zucht und Garten, das ist schon mal ziemlich wichtig. So, wir sind auch Gärtner. Wir sprechen aus Erfahrung. Genau, die sind Gärtner, das ist wichtig. Ich unter Druck gesetzt werde von diesem stetigen Damoklesschwert, das über mir schwebt. Und deswegen bitte ich euch halt darum, inständig mir zu helfen. Und ich kann euch auch gerne dafür ein Geschenk machen, wenn ich irgendwie dazu komme oder die Möglichkeit habe. Ja, und wenn es nur ist, dass ich euch in einem Video erwähne oder irgendwas. Ja. Ich versuche halt auch, genau wie jeder andere Mensch, einfach nur diese Welt irgendwie mit mir, ja, durch meine Taten ein bisschen besser zu machen. Zumindest hoffe ich, dass jeder Mensch das versucht. Dann hör auf zu jammern und schaffe etwas. Aber ich schaffe das halt auch nicht so gut, weil ich nicht schaff's nicht. Ich bin nicht so perfekt wie ich schaff's nicht. Meisten. Wir machen Lied mit dir. Wir machen Lied mit dir. Ihr Leben schon immer gut gemeistert haben. Ohrwurm-Lied machen wir mit dir. Musst du deinen Loten abschneiden? Ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen soll. Die Noten ist die Mehrzahl. Aber ich versuche es halt immer wieder und ich gebe erst auf, wenn ich tot bin. Von das daher. Die alten Zöpfe müssen ab. Du willst dein Leben verändern, die alten Zöpfe müssen ab. Wünscht mir Glück, ich wünsche euch auch alles Gute. Ja, genau. Ersparen uns den Rest. Gut. Es gibt noch. Unser letztes Statement. Geht dann gleich. Jo, wir gehen jetzt nämlich mit Hundi raus. So, wir machen was. Einfach auch für unsere Mitgeschöpfe um uns herum. Wir sehen, du hast auch einen Hund, finde ich sehr gut. Bist auf einem guten Weg, aber hör mit dem Jammern auf, der hält der Kinder aus. Das ist echt anstrengend. Das machen sie alle im Netz. Ständig nur jammern. So, jetzt können wir da. Achso, willst du weitermachen? Wir gehen mit Hundi raus.